Sicherlich weißt du, was russisches Roulette ist. Russisches Roulette, so sagt man, ist von Offizieren der Zarenarmee erfunden worden, um irgendwie die Langeweile zu überbrücken. Russisches Roulette ist folgendermaßen: Man nimmt einen Revolver, der hat üblicherweise 6 Kammern für Patronen. Man macht eine Patrone hinein und dann dreht man die Trommel, sodass man nicht weiß, wo jetzt die Kugel genau ist. Und dann legt man das an die Schläfe und drückt ab. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Leben davonzukommen, ist bei 6 Kammern 1 zu 5. Oder anders ausgedrückt, rein rechnerisch ist jeder 6. Schuss tödlich. Ich habe darüber nachgedacht und ich musste denken, viele Menschen leben so, dass sie hinsichtlich ihres ewigen Lebens so eine Art russisches Roulette spielen. Sie denken, vielleicht komme ich ja durch. Ach, und noch ein Versuch, vielleicht klappt es nochmal, vielleicht komme ich durch. Irgendwie wird es schon funktionieren. Und vielleicht ist in ihrem Leben, in einigen Bereichen, alles in Ordnung. Da ist sozusagen keine Patrone drin. Aber irgendwo in ihrem System ist eine tödliche Kugel, vielleicht auch 2. Und es ist äußerst gefährlich, damit herumzuspielen. Weißt du, Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir ewig leben werden. Wir sind ewig existierende Wesen. Und im gleichen Moment, wo ein Mensch hier auf der Erde die Augen zumacht, macht er sie in der Ewigkeit auf. Die Frage ist nur, wo? Bei Gott? In der Gegenwart Gottes? Im Himmel? Oder in der Gottesferne? Der Verlorenheit, der Verdammnis, in der Hölle? Es gibt nur diese beiden Optionen. Das ist genau das Ding mit dem russischen Roulette. Klappt's oder klappt's nicht? Ich möchte dich dringend einladen, mit deinem ewigen Leben kein solches Spiel zu spielen. Es ist wirklich ein zu hoher Einsatz. Du musst dir bewusst sein, dass es um deine ewige Existenz geht. Und ich lade dich ein, einfach einen Neuanfang mit Jesus zu machen oder überhaupt einen Anfang mit Jesus zu machen. Weißt du, wir haben auf unserer Webseite Clips vorbereitet mit Gebeten, die man mitbeten kann, wenn man ein Leben mit Jesus beginnen möchte oder wenn man sein Leben neu Jesus hingeben möchte, weil man einfach merkt, da sind Bereiche, die muss ich einfach wieder neu bereinigen und in Ordnung mit ihm bringen. Ich lade dich ein, dir diese Clips anzuschauen. Die sind hier auf der Seite verlinkt. Du kannst auch die Texte dessen, was da gebetet wird, ja ausdrucken. Und du musst dir einfach dessen bewusst sein, ewiges Leben wartet auf dich. Du bist eine ewig lebende Existenz. Wo wird das sein? Im Himmel oder in der Hölle? Spiel mit deiner Ewigkeit kein russisches Roulette. Entscheide dich für Jesus oder entscheide dich ganz neu für ein Leben mit ihm. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.